Ich muss den Gürtel reparieren. Ja, du mich auch. Kann ich... Mit einer Werkzeugtasche? Nee, mit Öl. Ja, keine Ahnung. Aha, ich klammer hier einen Edelstahl, dann nehme ich mir... Was? Bis dahin bin ich mitgekommen. Okay. In dem Obelisk versteckt sich etwas, aber ich habe diese Aussparung nicht. Ich kann mir hier auch nichts mitnehmen. Ich habe 2 von 3, wie immer. Ich kann meine Scheibe nicht sauber wischen. Kann ich die mit Öl einölen, dann ist sie auf magische Weise sauber. Das passt nicht so ganz, ne? Ist nicht so ganz richtig. Auch das sieht nicht so gut aus. Das hier sieht, glaube ich, besser aus hier. Das sind... ja, die passen nicht ganz nebeneinander, aber die 2 passen nebeneinander. Dann habe ich die hier... Das sieht aus, als gehört das dahin. Und dann habe ich einen Vogel. So. Schriftrolle, Buch, Flasche. Ich habe ein Hotdü. Ich will einen Stein, den kriege ich aber nicht. Den kriege ich erst, wenn ich alles abgegrabbelt habe. Ich habe 3 Edelsteine. Kann ich die jetzt hier reinsetzen? Was ist das? Schlange? Das ist doch ein Fuchs, oder nicht? Okay, warum auch immer eine Statue einen juwelenbesetzten Gürtel braucht und... Okay, mir jetzt hier das Ding hier aufhackt und ich krieg die Spitzhacke. Ah, wie geht das verflixte Ding bloß auf? Mit Gewalt! Ich weiß es nicht. Also hier wird wohl schon mal nicht. Also hier kann ich weder was ziehen, noch was drücken, noch draufklicken. Hier passiert nichts. Ich habe eine Spitzhacke. Kann ich damit hier draufschlagen? Nein. Kann ich mit der Spitzhacke hier draufhauen? Natürlich muss ich passende Paare an Steinen erst zerhacken, sonst sowieso. Ich kann ja nicht von oben einfach abbauen. Das ist ja unerhört. Jetzt hier rein. Was? Merke dir die Position der Symbole links auf dem Brett, um die im Kreis in der Mitte angezeigten Handlungen auszuführen. Was? Was? Merke dir die Position der 3 Symbole links auf dem Brett. Die hier. Oh, la, leck mich doch. Ich möchte das bitte nochmal. Ich habe das nicht gesehen. Okay, Tänzer, Feuerwerk, Schwertkampf, Helm mit Dingens da durch, wird Helm mit Dingens hier durch? Das da und wo wir Hände schütteln? Weiß ich nicht. Ach, leck mich doch, ich bin doch nicht gut darin. Also Hände schütteln, Dingens da, Schwert, da, was willst du hier? Ach, Leute, keine Ahnung. Wo war denn das dritte, wo war denn Hören? Oh, ich merke mir, ich kann das nicht. Leute, das geht nicht, wenn ihr eure Position ständig verändert. Hören, Auge, Kämpfen, Dingens. Sorry, ich kann das nicht. I must keep reading. The soul will turn into gold. Keep reading. Gold. Ja, du liest gar nichts weiter. Ich schlag dich einfach K.O. Oder nimm dir einfach die Brosche weg oder das Buch. Ja, ich... Sah das vorher nicht anders aus. Seltsam. Och, jetzt hat sich das auch noch verändert. Lies das Manuskript 3 Nächte lang. Nein, du liest gar nichts mehr.
Ohne die Anleitung kann ich die Brosche nicht deaktivieren. Boah, ich zürne in diesem Spiel gerade. Die Ketten sind zu verrostet. Ja, hier nimm Öl. Und nu, ich muss das Relief restaurieren. Wieso? Damit ich diese Schriftrolle kriege, die mir sagt, wie ich das Amulett deaktiviere oder wie. Warum auch immer genau hier das sein muss. Kreide. Anleitung. Also, Bein. Aha. Okay. Gib mir das Buch. Wer hüpft der Hase? Wer brüllt der Tiger? Wer fliegt der Adler? Wer hat ein Geweih der Hirsch? Was die Ratte hier macht, weiß ich nicht. Die gehört da nicht hin. Also gut, wer hüpft? Wo ist mein Hase? Da unten. Wer brüllt? Wo ist mein Tiger? Ach nein, wer fliegt? Entschuldigung. Hier, wer brüllt, ist mein Tiger und wer hat ein Geweih, ist der Hirsch. Oh, what have I done? I didn't know things would turn out like this. My talismans should have brought nothing but good. Still, everything can be fixed. But I'll need your help. In the back of the monastery, there should be an altar. Find it and make a drink for a tree. You can also find the name of the runes you'll need there. You need them all for the reverse ritual. I'll be reading the scrolls to cancel it. Okay, kann ich ein Buch haben? Ja, ich brauche Wasser und ich brauche ein Herz und ich brauche meinen Kelch und ich brauche meinen Wein und ich brauche meine Figur. Ja, nee, ich brauche Blumenkränze. Ach, du Schande. Ja, hier sind die Steine mit Münzeinwurf an der Seite. Im hinteren Raum gibt es einen Altar. Ja, ich brauche mal noch einen Moment hier. Ich habe Kreide, ich habe meine. Okay, also Kreide und Wein und das Gemüse, das weiß ich ja, aber. War hier vorne noch irgendwas? Ja, das muss ich irgendwie aufkriegen. Das weiß ich noch nicht, wie das geht, scheinbar. Ich darf wohl auch nicht raten. Sag mir mal, wo ich hin soll. Ich. Warte, hier ist erstmal so ein Dingens, was ich einsammeln kann, ne? Ja. Jetzt muss ich hier weitermachen. Ich soll das Ding jetzt hier restaurieren, aber ich kann hier ja gerade nichts machen. Ich habe weder das Bein noch den Arm. Der Rest passt ja auch nicht zusammen, aber was soll's? Okay. Ich habe nur zwei von drei, aber das scheint wohl nicht schlimm zu sein. Damit kann ich jetzt zumindest, glaube ich, hier anfangen, oder? Finde die Unterschiede zwischen den Statuen. Das sollte hier auch nicht sein. Das ist eigentlich nicht da. Die Rebe ist nicht da. Ja, eigentlich ist hier alles nicht da. Okay. Nicht hören ist das oberste? Ach nein, ich muss das in der Reihenfolge. Okay, nicht hören, nicht sehen, nicht. Ach nein, nicht hören ist das hier. Ups. Nicht hören. Nicht sehen, nicht reden. Schande. Das gehört doch da rein, oder nicht? Ich dachte, ich soll das reparieren, oder nicht? So, das passt doch da rein! Geht das jetzt? Wo ist dein Problem? Pack das da rein! Nimmst du das jetzt bitte?
Ja, toll. Der fehlt was hier, ne? Aha. Halt. Ich würde das gerne ansehen hier. Die Kränze sehen etwas schmucklos aus. Ja. Dann müssen die Dinger dahin, ne? Was ist jetzt das hier? Da fehlt das Dingens, was der Typ in der Hand hat. Ich brauche erst alle Teile. Ja, er hat das hier in der Hand, aber er gibt mir das ja nicht. Ich muss erst meine Kränze irgendwie hier voll kriegen. Frage ist, womit? Ich hab nichts. Aber hier sind zumindest auch schon mal Zahlen. Also hier sind wahrscheinlich die anderen zwei Zahlen für die anderen zwei Symbole, die hier fehlen. Wie schmücke ich eure Kränze? Ich habe Kreide. Da müssen aber Blumen drauf auf diese Kränze. Aber wie soll ich denn das jetzt machen? Das hilft mir hier gerade nicht. Sag mir gefälligst, was ich machen soll. Kränze sind schmucklos. Werkzeugtasche? Kreide? Wein? Kelch? Ja. Ich hab nichts zum euch schmücken. Da ist schon ein Riss. Kann ich mit der Werkzeugtasche da drauf schmeißen? Aha, wo war denn ja jetzt der Riss hier oben am Arm, der den Rest noch hält, oder? Hebe die Brücke an, indem du die Kacheln an den richtigen Stellen platzierst. Verwende die Steinknöpfe. Ach, die hier. Oh mein Gott. Ich hasse es jetzt schon. Es ist zum Glück auf leicht. Auf schwer würde ich hier, glaube ich, wieder einen Rappel kriegen. Wenn ich auf schwer geklickt hätte, wären die sonst irgendwie miteinander verbunden gewesen. Das hatten wir schon mal. Steinsymbol. Ich muss den Altar wieder herrichten. Ich habe Kreide. Ich habe den Kelch. Es ist schön, dass ich hier die Anleitung jetzt kriege, aber ich habe das ganze Zeug doch noch nicht. Ja. Oh, das sieht jetzt aber sehr anders aus. Blumen darf ich noch nicht sammeln. Ich habe einen Stock. Mache ich damit was kaputt? Wahrscheinlich. Blumen darf ich noch nicht sammeln. Okay. Eier gehören in ein Nest. Kann ich mit dem Stock hier das aufmachen? Sammle ich dann hier noch zwei Tannenzapfen? Hier sind schon mal die hier, ne? Alter, gib mir das. Okay, zwei Tannenzapfen fehlen noch. Einer ist da. Einer ist hier. Darf ich jetzt die Blumen sammeln? Ja. Aber nur bestimmte Blumen. Oh, ganz toll. Gut, ich habe Dekoration. Jetzt gib mal her. Wir fangen mal mit dem hier an, weil ich da gerade so schön noch so den Rest hier sehen kann, was dahin gehört. Also, an das gehört jenes. Und die Rosen und diese Federn gehören hier ran. Okay, an die restlichen Federn komme ich gerade nicht ran. Ich muss also gucken, was dahin kommt. Die blauen Federn, die Tannenzapfen, die offen sind und die gelben Blumen. Blauen Federn. Die Zapfen, die
bereits offen sind, also nicht den, sondern den, der dahinter ist, da komme ich nicht, komme ich nirgendwo ran? Nein. An den hier komme ich aber ran. Dann kommen hier die halboffenen, die gestreiften Fäden und die orangefarbenen Blumen. Sind das hier die halboffenen? Nee. Sind das die halboffenen? Nee. Die gehören nicht hier ran, die gehören dann dahin. Wo gehören denn die hin? Die gehören dann wahrscheinlich daran, ne? Ah, hier sind die halboffenen. Ups, die halboffenen gehören hier hin. Okay, jetzt habe ich diese ganzen Kränze hier fertig gebaut. Die kommen hier hin. Irgendwo hin. Dahin. Die kommen doch hier hin, oder nicht? Auf dieses Dingens da. Muss ich zuerst den Rest reparieren? Wahrscheinlich. Ich habe eine Anleitung. Oh Gott. Mir graut es vor dem, was ich damit machen soll. Vertrautes Symbol. Ah, weiß ich, was ich malen muss? Muss ich ja auch noch malen. Runennotiz. Boah, Alter, das wird nicht besser hier. Brauche ich das hierfür? Brauche ich die Runennotiz? Okay, jetzt brauche ich das hier. Oder nicht? Male ich die hier? Ach du Schande! Oh Gott. Ich muss diesen Baum auch noch gießen. Ich habe Wein. Kann ich ihn mit Wein gießen? Ich habe jetzt eine Anleitung. Was ist hier draußen nochmal? Hierfür. Eins ist Dingens. Zwei ist jenes. Drei ist das hier. Und vier ist das da. Das hätte ich mir nicht einfach zurechtraten können, wie sonst auch immer in den restlichen Spielen. Das wäre zu viel verlangt gewesen. Darf ich jetzt irgendwas mit diesen Kränzen machen? Nein. Ich muss erst Wein hier einführen. Darf ich jetzt diese Kränze dahinlegen? Du meine Güte, dass immer alles in der richtigen Reihenfolge hier sein muss. Ritualwasser, gieß es hier rüber. Wow, herzlichen Glückwunsch, du hast das Bonuskapitel abgeschlossen. Ich habe jetzt eine Stunde nur für dieses Bonuskapitel gebraucht. Ernsthaft? Na gut, na schön. Also gut, das war der vorerst letzte Grim-Fassad-Teil, der schwarze Würfel in der Sammleredition. Wir werden danach erstmal eine Weile Pause von der Reihe machen, bis mal neue Teile kommen. Und ich glaube, selbst wenn jetzt spontan ein neuer erscheinen würde, würde ich ihn doch nicht gleich spielen, weil so langsam brauche ich auch mal eine andere Reihe. Also irgendwie sind die Grim Fassad
Mal so. Das ist ein bisschen Hit and Miss, muss ich sagen. Also, ja. Ich weiß, ich kann mich manchmal auch echt anstellen, vor allen Dingen, wenn ich nicht richtig lese und nicht richtig hinsehe. Ja, das weiß ich. Aber es ist halt auch spät. Es ist 3 Uhr morgens im Moment. Ich komme halt nie früher zum Aufnehmen. Aber ja, also mit dem Teil haben sie sich auch nicht mit rumbekleckert. Er ist besser als der Vorgänger. Er ist besser als der, wo wir da auf der Insel sind mit der Familie, die sich versucht, gegenseitig hier umzubringen. Alles ist besser als das. Aber ja, die Bonuskapitel sind vor allen Dingen auch immer ein bisschen fraglich. Also hier ist es okay, hat das jetzt mal mit der Hauptstory was zu tun gehabt? Im vorherigen Teil auch, aber manchmal kommt mir das so vor, als würde das Bonuskapitel eigentlich irgendwie von einem komplett anderen Team geschrieben werden und man fügt es halt einfach hier an, ne? Gut. Was haltet ihr denn von diesem Grimm-Fassad-Teil explizit, ne? Ich bewege mich mal hier oben hin. Ich brauche nämlich noch einen hübschen Screenshot für die Thumbnails. Werde ich meine Kamera dafür ausblenden. Ja. Ich weiß noch nicht, was als nächstes kommt. Vielleicht spielen wir tatsächlich Worlds Align. Das ist der Zusammenschluss aus mehreren Teilen des gleichen Studios, unter anderem auch meine Lieblingsreihe der Dark Tales-Reihe, was ja die Edgar Allan Poe-Teile aufgreift, mehr oder weniger. Wir werden es allerdings erst einmal wieder ein paar Einzelgames durchprügeln, mal sehen, was ich da finden kann. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Game wieder. Bis dahin, eure Serenity.